Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Speedbuild hier in Planet Zoo. Heute werden wir mal ein Gehege für mein zweitliebstes Zootier bauen, nämlich für den Otter, um genau zu sein für den Riesenotter. Dafür habe ich diesmal sogar mit ein wenig Planung angefangen, denn ich habe mir mal Stift und Papier geschnappt und habe da mal grob so die Form von dem Gehege bzw. von den Wegen um das Gehege herum aufgezeichnet. Und das Ganze dann natürlich versucht, so gut wie es geht, nachzubauen. Außerdem habe ich mir im Vorfeld noch Gedanken dazu gemacht, wie ich das Ganze mit dem Wasser bzw. Gewässern in dem Gehege handhaben möchte. Denn ein Riesenproblem von dem neuen Aquatic DLC ist es, dass das Gewässer mindestens 4 Meter tief sein muss, damit die Tiere anfangen zu tauchen. Und ich persönlich finde das Ganze einfach echt ein wenig unrealistisch, muss ich sagen. Weil es gibt wirklich kaum Zoos, also jetzt in echt, wo das der Fall ist. Weil 4 Meter ist einfach mega, mega viel und mega tief. Und gerade bei so Ottern kenne ich das zumindest so, dass die immer relativ flache Gewässer haben und dann da total schnell und verspielt drin herumschwimmen. Und deshalb habe ich dann auch letztendlich den Entschluss gefasst, das Gewässer, was dann später 4 Meter tief ist, in einem Gebäude zu verstecken. Wie ich das Ganze gemacht habe, werdet ihr dann gleich ja noch sehen. Ich habe dann sogar noch auf YouTube was sehr Interessantes gefunden, denn es soll wohl so sein, dass die Tiere, wenn sie irgendwo im Gehege die Möglichkeit haben zu tauchen, also das heißt, dass irgendwo in dem Gehege mindestens diese 4 Meter vorhanden sind an Wassertiefe, dass sie dann auch in flacheren Gewässern tauchen. Und da war halt mein Plan, dieses 4 Meter Gewässer in dem Gebäude möglichst schön zu verstecken, dass man das von außen nicht so doll sieht. Und dann im Außengehege ein schönes flaches Gewässer zu bauen, wo die Tiere dann hoffentlich am Ende auch tauchen werden. Das war mega cool. Dadurch, dass ich diesen großen, mit Wasser gefüllten Glaskasten gebaut hatte, hatte ich allerdings ein kleines Problem. Denn einmal das Außengehege war ein, ja, mit Barrieren umschlossenes Gehege und dann halt auch dieser Glaskasten. Und ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Angst davor, dass wenn die Tiere von dem einen Gehegekreis in den anderen gehen, dass das dann Schwierigkeiten macht, von wegen, das Tier ist ausgebüxt und die Alarmglocken klingeln und sowas. Und deshalb bin ich hier einfach auf Nummer sicher gegangen, habe dann einfach eine kleine Lücke in dem Glaskasten gelassen und Terrain hochgezogen, damit das Ganze hier nicht als eigenes Gehege zählt und ich da später keine Schwierigkeiten bekomme. Ich habe jetzt aber nochmal eine Frage an die Planet Zoo-Experten da draußen. Ist es möglich, zwei Gehege zu bauen und beide Gehege einem Tier zuzuordnen? Das heißt, wenn das Tier von dem einen Gehege in das andere geht, dass es da keine Schwierigkeiten oder sowas gibt? Falls das gehen sollte, dann könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben, dann kann ich mir nächstes Mal diesen Schritt sparen. Ich habe es halt einfach vorsorglich gemacht, damit ich da später keine Probleme oder sowas bekomme. Ach so, und bevor ich es vergesse, ihr habt unter das letzte Video wirklich richtig viele coole Namensvorschläge für meinen Aqua bzw. Wasser zugeschrieben und habt jetzt die Möglichkeit, unter dem Community-Tab von meinem YouTube-Kanal abzustimmen, welchen Namen ihr davon am besten findet. Ich habe mir die nämlich alle durchgelesen und habe mal die rausgesucht, die bei mir und bei euch am besten angekommen sind. Im Hintergrund seht ihr mich jetzt gerade, wie ich angefangen habe, die ersten Wände von unserem Gebäude hochzuziehen. Ich habe mir vorher auch nicht irgendwie Bildmaterial oder so aus dem Internet gesucht. Also ich habe hier keine Vorlage, ich baue einfach wieder ja, frei nach Schnauze, einfach drauf los und schaue dann mal, wie das Gebäude am Ende aussehen wird. Als Wandfarbe habe ich mich hier für einen schönen dunklen Stein entschieden und habe für so ein paar Akzente und ein bisschen Kontrast dann noch einige Holzbalken benutzt. Die Form von dem Gebäude soll dann auch ungefähr die werden von dem Glaskasten, den wir ja schon eingezeichnet haben. Und dann gab es auch schon wieder das nächste Problem, denn die Riesenotter müssen natürlich auch irgendwie in dieses Gebäude kommen. Und der Plan war es ja, das Gebäude am Ende mit Wasser zu füllen. Das heißt, der Eingang in das Gebäude, der muss auf jeden Fall oben irgendwo sein, über dem Wasserlevel, weil man kann ja logischerweise nicht irgendwie eine Tür direkt ins Wasser machen. Sonst müsste man ja irgendwie so eine Schleuse oder sowas bauen. Das funktioniert ja leider bei Planet Zoo nicht. Deshalb habe ich jetzt hier angefangen, so einen kleinen Treppenaufgang zu machen,
Da habe ich dann auch schon mal die ersten Tiere im Gehege freigelassen, um zu testen, ob diese den auch benutzen können. Und irgendwann hat es dann geklappt. Und die Tierchen sind dann auch schon glücklich und zufrieden unter Wasser getaucht und sind ihre ersten Bahnen geschwommen. Dann habe ich mich als nächstes dazu entschieden, diesen erhöhten Weg, den wir gebaut hatten, von der Farbe nochmal abzuändern, damit das kein Standardweg ist, und habe dann einfach dieses neue Holz aus dem Aquatic Pack verwendet und das einmal den Weg entlang gezogen. Das Schöne von den neuen Sachen bei Planet Zoo ist ja, dass man die meisten mittlerweile echt von der Farbe her anpassen kann, und deshalb konnte ich dann auch den Weg im Nachhinein in die Farbe machen, die ich dann toll fand und schön fand. Habe mich da dann für ein schönes Grün entschieden. Und dann habe ich auch noch passend dazu Bordsteine rausgesucht. Als nächstes habe ich dann auch nochmal eine kleine Holzwand unter dem Weg platziert. Und natürlich auch ein Geländer, damit die Tiere nicht ausbüchsen können und die Besucher nicht ins Gehege fallen. Und dann ging es auch schon an den Außenbereich von dem Gehege. Ich habe da angefangen mit dem Gewässer, weil das logischerweise Terrainarbeiten sind und die sollte man immer als erstes erledigen. Ihr dürft euch übrigens nicht wundern, ich bin wirklich, was so Bauen angeht, nicht sehr strukturiert. Also ich baue dann immer mal die Ecke, dann höre ich da wieder auf, baue ich an der Ecke weiter und dann gehe ich wieder zurück zu der anderen Ecke. Also es ist bei mir alles immer so ein bisschen wirrwarr. Aber ich denke, da ist auch jeder irgendwie anders. Also jeder hat da so seine eigenen Vorlieben und baut dann halt auch in einer anderen Reihenfolge. Aber ist ja auch egal, ne? Hauptsache, man ist dann am Ende mit dem Endergebnis zufrieden. Und jetzt kommt direkt wieder das, was ich vorhin angesprochen hatte. Jetzt springe ich nämlich wieder von dieser Ecke in eine andere und kümmere mich jetzt erstmal um den Zaun. Bei dem Zaun habe ich mich wieder für dieses neue Glas entschieden, weil ich das einfach echt schön finde. Ich finde besonders schön auch diesen, ja, ich weiß nicht, kupferfarbenen runden Balken, der da oben drüber ist. Und dann halt das Glas dazu. Das finde ich wirklich sehr, sehr nice. Das Einzige, was natürlich hier nicht gepasst hat, sind die Stützen. Deswegen habe ich da einfach dann die Stützen von dem Maschendrahtzaun behalten. Die sind nämlich ein bisschen schmaler und dünner. Und jetzt kommt wieder so eine kleine Fleißarbeit, nämlich den gesamten Zaun mit diesem Holz, was ich verwenden wollte, für die Barriere, ja, entlang zu ziehen. Diese Arbeiten sind halt immer so ein bisschen anstrengend, muss man sagen, aber ich finde, sie lohnen sich. Also so Bordsteine abstecken, Zäune ziehen, Geländer machen und sowas, das ist immer wirklich sehr, sehr frickelige und anstrengende Arbeit. Aber ich finde, vom Optischen her und das Endergebnis lohnt sich bei diesen immer wirklich sehr. Also da muss man sich wirklich die Zeit nehmen und das schön genau entlangziehen. Und jetzt springe ich auch schon wieder zur nächsten Baustelle, nämlich zu dem Innenbereich von unserem Häuschen. Da ging es natürlich jetzt erstmal darum, diesen großen Wasserfall, der auf der einen Seite bei der Wand rausschaut, jetzt im Innenbereich zu verdecken, weil der ist halt, wie gesagt, ein riesengroßer Kasten und den musste ich jetzt einigermaßen vernünftig mit Klippen einkleiden. Und allgemein ging es dann auch darum, ganz viele Felsen und Steine zu verlegen und möglichst mit Klippenwänden alles, was nicht so schön aussah, im Innenbereich abzudecken. Damit wir auch noch so ein bisschen Farbvariation haben, habe ich mich ja auch noch entschieden, ein paar Tropenfelsen mit reinzupacken, damit nicht alle Steine gleich aussehen. Und natürlich gab es dann auch noch ein bisschen Unterwasserbepflanzung. Dieses ganze Gebäude ist ja quasi eigentlich ein großes Aquarium, kann man fast so sagen, würde ich behaupten. Weil es einfach ein mit Wasser gefülltes Gefäß quasi. Und da können dann halt die Otter rein und raus. Also die Idee ist wahrscheinlich sehr unrealistisch von diesem Häuschen. Aber ich fand es trotzdem gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Hier seht ihr dann die Otter auch nochmal glücklich und zufrieden in ihrem Aquarium planschen. Und dann habe ich noch fleißig weitergestaltet im Innenbereich.
Aber vom Stil her bin ich da eigentlich relativ gleich geblieben. Also immer die gleichen Felsen verwendet und auch die gleiche Bepflanzung. Zu viel Durcheinander muss man da auch gar nicht machen. Also ich finde, man sollte sich immer so ein paar Pflanzen raussuchen. Und ja, dann kann man halt diesen Stil weiterverwenden und diese Pflanzen auch dann ab und an mal wiederholen. Und jetzt bin ich wieder zum Außenbereich von dem Gehege gewechselt. Hab jetzt hier angefangen, ein paar Felsarbeiten zu erledigen. Erstmal jetzt hier vorne der Bereich beim Wasserfall. Und hier ist es auch wieder so, dass ich viel hin und her mich entschieden habe bei der Gestaltung vom Außenbereich. Deshalb kann es dann auch mal sein, dass der ein oder andere Baum gepflanzt wird, ohne dass ihr es hier im Video sehen werdet. Aber das ist ja im Endeffekt auch nicht schlimm. Ich habe es versucht, so gut wie es geht und so nachvollziehbar wie möglich das Ganze für euch zusammenzuschneiden. Bei den Felsen habe ich darauf geachtet, dass die alle gemeinsam in einer Gruppe sind. Dann kann man die nachher nämlich mit einem Klick farblich auch noch anpassen, wie man sie dann gerne haben möchte. Und als nächstes habe ich angefangen, den Wassergrund ein bisschen weiter zu gestalten und ein paar mehr Details da einzubringen. Dafür habe ich mir diese Wurzeln geschnappt, diese vertrockneten, und diese auf dem Wassergrund noch ein wenig platziert, dass die immer nur so ein ganz bisschen aus dem Wasser schauen, dass es so aussieht, als wenn da halt irgendwelche Stöcker liegen oder irgendwelche alten Wurzeln noch rauswachsen. Und natürlich darf auch ein bisschen Grün nicht fehlen. Da habe ich wieder diese schönen neuen Pflanzen aus dem Aquatic DLC bzw. aus dem neuen Update dann verwendet. Ich habe immer versucht, so ein paar kleine Hotspots zu machen, wo dann so ein paar mehr Pflanzen wachsen, gerade da bei den Felsen. Ob das jetzt realistisch ist oder nicht, keine Ahnung, aber ich fand es halt optisch so am besten. Dann habe ich eine schöne kleine Wasserbanane, heißt der Baum, glaube ich, hier platziert, das fand ich ganz schön. Bei der Platzierung von Bäumen solltet ihr auf jeden Fall immer darauf achten, dass diese für die Besucher nicht zu viel Sicht verdecken. Also ich platziere immer die Bäume und gucke dann von den Wegen oder von den Stellen, wo die Besucher gucken, ob der Baum dort an einer geeigneten Stelle steht, so dass es nicht zu kahl wirkt, aber auch so, dass es nicht Sachen verdeckt, die es nicht verdecken soll. Also man kann natürlich auch einen Baum nutzen, um absichtlich Sachen zu verdecken. Das kann man auf jeden Fall tun. Aber ja, man sollte halt immer so ein bisschen gucken, weil ich finde das immer besonders wichtig, dass dann der Blick später für die Besucher richtig, richtig toll ist und nicht durch irgendeinen doof platzierten Baum verdeckt wird. Ich habe das Ganze hier übrigens so ein bisschen tropischer gestaltet. Ist wahrscheinlich für so Otter gar nicht so realistisch, aber irgendwie fand ich das von der Bepflanzung sehr schön. Und vor allem muss man ja auch sagen, das ist mein Zoo, deshalb kann ich hier machen, was ich will. Ob es dann realistisch ist oder ob die Pflanzen zu dem Tier passen, ja, ist dann letztendlich auch egal. Hauptsache, ich bin mit dem Ergebnis dann zufrieden. Ihr seht mich jetzt gerade im Hintergrund, wie ich noch so ein paar kleine Feinarbeiten erledige. Kopiere jetzt hier nochmal einiges an Gras an bestimmte Stellen und mache da dann auch noch so ein bisschen Bepflanzung. Und natürlich mache ich auch noch ein paar Wurzeln in den Boden. Das fand ich auch immer ganz schön, wenn da mal so der ein oder andere Stock dann noch aus dem Boden schaut. Eine Sache, die ich jetzt gar nicht als Videomaterial hatte, weil ich die Aufnahme vergessen hatte leider, ist, wie ich das Terrain angepinselt habe. Aber eigentlich ist das an sich auch nicht schwer. Ich habe einfach mir dann immer versucht, möglichst da, wo zum Beispiel Laufwege oder so sind, das Gras so ein bisschen wegzumachen und habe dann immer versucht, auch unter Wasser so ein bisschen Sand und ach was weiß ich alles zu mixen. Also ihr müsst einfach so ein bisschen die Texturen ineinander verschwimmen lassen. Stellt dann am besten diesen Stärkeregler so ein bisschen runter auf 10, 20 und dann tobt euch so ein bisschen aus, dass ihr so richtig schöne Übergänge hinbekommt, dass dann am Ende auch der Untergrund interessant aussieht und gerade an so Hotspots, wo die Tiere und Mitarbeiter oft langlaufen, macht da ruhig so ein bisschen das Ganze erdiger, dass dann so ein Trampelpfad entsteht. Das sieht dann immer auf jeden Fall realistischer aus. Und dann habe ich mich nochmal so ein bisschen um den Wasserfall gekümmert. Der war nämlich auch noch relativ langweilig. Dafür habe ich mir diese kleinen Steinchen da geschnappt
und habe diese in dem Wasserfall versenkt. Und als nächstes ging es dann um die Düsen von dem Wasserfall. Da müsst ihr euch auf jeden Fall immer gut Zeit lassen, denn das Problem mit diesen Düsen ist, wenn die einmal platziert sind, sind die meistens irgendwie in der Wand platziert. Und wenn ihr die dann nochmal entfernen wollt und das Ganze neu machen wollt, dann müsstet ihr im Zweifel die gesamte Wand entfernen bzw. einmal wegbewegen und dann wieder zurück. Und das ist echt mit sehr viel Aufwand verbunden. Deswegen, wenn ihr solche Düsenarbeiten für einen Wasserfall macht, lasst euch da Zeit, gebt euch Mühe, dass ihr dann auch wirklich mit dem Ergebnis zufrieden seid. Und jetzt ging es an einem Bereich, vor dem ich mich schön lange drücken wollte. Also das ist wirklich eine Sache, die hasse ich am meisten. Nämlich, es geht natürlich ums Dächer bauen. Falls euch wundert, was ich hier gemacht habe, ich habe jetzt erstmal den Grundriss vom Haus mir einmal rüber kopiert, damit ich dort das Dach dann in Ruhe bauen kann und nicht direkt im Gehege an sich bauen muss. Also ich weiß jetzt schon mal, dass ich beim nächsten Mal, wenn ich ein Dach bauen werde, mir definitiv eine Vorlage suchen werde, weil ich habe jetzt einfach drauf losgebaut und das hat echt lange gedauert, muss ich sagen. Also ich habe jetzt natürlich für euch viel rausgeschnitten, damit das Ganze schneller geht, aber ich habe viel hin und her probiert und am Ende war das Ergebnis dann auch nur so okay. Also ich war zufrieden damit, man konnte es so lassen, aber es war jetzt auch nicht das mega Premium-Dach, sage ich mal. Ich habe hier wieder mit zwei verschiedenen Holzfarben gearbeitet, habe dann am Rand dieses dunkelbraune Holz sozusagen entlang gezogen und das Hauptdach war dann halt aus diesem Arktikholz. Ich habe auch versucht, damit es nicht so langweilig ist, das Ganze nicht wie ein komplettes Flachdach wirken zu lassen und habe dann den einen oder anderen Teil auch so ein bisschen angeschrägt. Und was ich noch gelernt habe für die Zukunft ist, dass wenn ich das nächste Mal ein Gebäude baue, dass ich auf jeden Fall darauf achte, dass alles von den Winkeln her einigermaßen gleichmäßig und gerade ist. Weil mein Haus jetzt war schon so ein bisschen krumm und schief. Das sieht man zwar optisch nicht, aber beim Dachbau habe ich das dann schon gemerkt. Denn das Dach hat dann an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so gut gepasst und dann musste ich wieder alles in frickeliger Handarbeit anpassen. Außerdem habe ich mir noch überlegt, dass ich so ein bisschen natürliches Licht von oben halt in dem Haus haben möchte. Deswegen musste auf jeden Fall so ein kleiner Glasteil bei dem Dach her. Hab dann auch so ein bisschen hin und her probiert. Und ich fand es eigentlich ganz schön, als ich mit diesen Stahlträgern gearbeitet habe. Dann hat man nämlich auch nochmal so ein anderes Material im Dach verwendet. Und als nächstes habe ich dann angefangen, das Haus auf die Hochzeit mit dem Dach vorzubereiten. Sagt man das nicht irgendwie? Hochzeit? Ah ne, das sagt man beim Autobau, oder? Wenn man den Motor mit der Karosserie vereinigt oder so, ne? Korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege. Habe ich auf jeden Fall schon mal so gehört. Ich nenne es jetzt einfach mal Hochzeit. Ist jetzt auch egal. Ich habe auf jeden Fall hier fleißig die Holzbalken schon mal hochgezogen, damit das Dach dann auch später hoffentlich passen wird. Und jetzt kam der große Moment. Ich habe das Dach rübergezogen und auf dem Haus platziert. Dabei habe ich dann erst recht gemerkt, wie krumm und schief das Ganze ist. Aber das konnte ich zum Glück dann relativ einfach anpassen. Oben die Lücken zwischen Dach und Wand habe ich dann auch nochmal mit Glas und einigen Holzbalken ausgekleidet. Einfach, weil ich es schöner fand und natürlich, damit die Tiere auch nicht da rausklettern können und dann gegebenenfalls noch auf das Dach klettern. Das Ganze habe ich dann einmal um das gesamte Haus herumgezogen.
beim Eingang an sich habe ich jetzt nicht wirklich was Besonderes gebaut. Da habe ich einfach eine Lücke gelassen, wo die Tiere dann durch können. Und dann habe ich im Eingangsbereich vom Dach auch nochmal ein zweites Dachfenster installiert, damit wir noch ein bisschen mehr natürliches Licht dann später haben. Und ja, das Ganze war jetzt für euch kurz und knackig. Für mich war es wirklich ein Akt. Aber ich war froh, als ich damit fertig war. Habe jetzt nochmal angefangen, so ein paar kleine Details anzupassen. Unter anderem nochmal so ein paar kleine Holzakzente auf dem Stein. Dann habe ich noch eine Tür platziert, die eigentlich ziemlich unrealistisch ist, weil die direkt ins Wasser führen würde, aber fand ich optisch ganz ansprechend. Und dann habe ich versucht, diesen Aufgang für die Otter noch ein wenig abzusichern optisch mit so ein paar kleinen Geländern. Ist natürlich unnötig, aber ich fand es optisch auch nochmal ein bisschen spannender. Dabei kann ich euch auch nochmal sagen, ich finde es super, super schade, dass diese ganzen Fertiggeländer von Planet Zoo alle mega lang sind. Also auch gerade hier dieses aus dem neuen, ich glaube, das ist sogar aus dem Aquatic Pack oder von dem neuen Update, eins von beiden. Da gibt es ja dieses Metallgeländer, das hätte ich super gerne hier benutzt. Aber das kann man nicht benutzen, weil es einfach, keine Ahnung, 2 bis 4 Meter lang ist, das eine Geländer. Und mit solchen langen Geländern kann man einfach nichts Maßgeschneidertes wirklich bauen. Deshalb habe ich mich dann dazu entschieden, dass ich einfach die Stützen nehme, weil die gab es auch von diesem neuen Geländer. Und habe dann einfach mein eigenes Metallgeländer hier gebaut. Das muss ich aber allgemein mal so ein bisschen bemängeln, dass einem viele Möglichkeiten von Planet Zoo verbaut werden, dadurch, dass viele Bauteile einfach viel zu groß und viel zu lang sind. Dadurch hat man dann, auch wenn man irgendwie mal was Rundes oder so bauen möchte, bekommt man echt schnell Schwierigkeiten. Es wäre einfach mega schön, wenn man noch die Möglichkeit hätte, diese ganzen Gegenstände von der Größe her zu skalieren. Also, dass man die größer, kleiner machen könnte. Es würde einfach so viele mehr Möglichkeiten dann mit sich bringen. Da könnte man so viel mehr gestalten. Ah, das würde ich mir echt wünschen für Planet Zoo, dass diese Option noch kommt. Habe ich nämlich auch schon mal bei Prehistoric Kingdom damals in der Demo gesehen. Und das war echt cool. Da konnte man dann auch die Bäume größer machen, kleiner machen, je nachdem, wie man sie brauchte. Bei diesem Gehege habe ich dann sogar mal an die Infotafeln gedacht. Die habe ich nämlich bei meinem Pinguin-Gehege komplett vergessen. Aber ich werde es dann wahrscheinlich so machen, dass ich die Gehege dann immer im Speedbild für euch baue, also im Videoformat. Und dann werde ich eventuell mal ein paar Livestreams machen, wo wir dann die Bereiche zwischen den Gehegen und um die Gehege herum noch so ein bisschen gestalten. Und da kann ich das dann, denke ich mal, mit dem Infoschild für das Königspinguin-Gehege noch easy nachholen. Ich bin jetzt auf jeden Fall schon bei dem Feinschliff von meinem Gehege. So ein paar kleine Detailarbeiten noch und dann ist das Ottergehege bald schon fertig. Für den Hintergrund gebe ich mir jetzt auch erstmal noch nicht so viel Mühe, da kopiere ich einfach ein paar Felsen, ein bisschen Wald und das muss dann erstmal reichen. Das kann man nämlich im Nachhinein dann auch noch ein bisschen genauer machen. Für mich war es jetzt erstmal wichtig, dass die Gehege mit viel Liebe zum Detail gebaut waren und ich meine Zeit erstmal da rein investiere. Aber Leute, das war's auch schon. Unser Riesenottergehege ist fertig. Hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Falls ja, lasst ein Like da. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr auch gerne abonnieren. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch einen angenehmen Tag. Und das hier ist unser fertiges Riesenottergehege. Oh,
Thank you.